Meine Stimme ist ein bisschen kacke. Ist euer Problem. Ich habe auch ein bisschen Zeit, deswegen mache ich vorher noch was. Also ihr macht was, was mir sehr gut gefällt. Was ich immer sehr, sehr gerne mache, einfach weil es sehr, sehr schön ist für mich. Und zwar habe ich mich vor kurzem von meiner Ex-Freundin trennen müssen und wollte mit euch zusammen ihre neue Affäre ausbuhen. Also ihr Bruder und ich sagt den Namen, so machen wir das einfach, weil es schön ist. Und dann mache ich auch die Texte meistens danach dann besser, weil es mir gut geht. Dominik. Schade, dass es da, weiß ist. Hat aber nichts mit dem Text zu tun, der da so geht. Da im Kopf, wo es keinen Boden mehr gibt, weil es nie einen Boden gab. Da im luftleeren Raum eines duftschweren Traums, hinter der hintersten, allerletzten Türen, zwischen verkalkten, veralkten Walküren, zwischen zertretenen Visionen und Crackspritzbestecken. Noch weiter als weit und dann noch sechs Ecken, da logiert im Revier fast vergessener Blamagen, in Unterbewusstseins unterster der Tiefparkgaragen, der Lassmann. Der Lassmann lässt lässig mich allerlei lassen, was ihm zu verheißungsvoll scheint. Der Lassmann lässt letztlich mich alles verpassen, wozu er, der muss doch nicht, meint. Und so trägt er Schuld an dem Tod von Momenten, die nie zu Momenten geworden. Als nehme man Brot und wirft's zu den Händen, um beim Zuschnappen just sie zu morden. Der Lassmann sagt, wir haben doch alles. Eine Nase, 10 Haare und ehrlich, vielleicht gibt's ja noch mehr Glück, doch im Falle des Falles ist ihm das dann auch viel zu gefährlich. Und Tag auf Tag grölt der Lassmann, dass es schrecklich schallt, bald bis rauf ins Gewissen. Lass mal. Nee, nee, ob du, hallo, ob du, du möchtest, du lässt es bitte bleiben, du lässt, ob du es bitte bleiben lassen möchtest. Ja, danke, nee, du bleibst bitte einfach sitzen bleiben. Irgendwann kommt immer wieder Fußball. Lass mal, nee. Du gehst mir nicht mit rothaarige Frauen nach Hause. Rothaarige Frauen, weißt du, was rothaarige Frauen sind? Das sind doch noch Hexen, sind das außerdem. Lass mal. Mach mal bitte mal erst mein Rothaar-Studium zu Ende. Weißt du, was du insgesamt heutzutage überhaupt unabgeschlossenes Studium? Lass mal. Deutschland, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein sehr großes Wort, kleiner Mann. Da musst du jetzt hier nicht unbedingt. Das haben schon ganz andere. Lass mal. Und was, wenn uns deine Eltern sehen? Lass mal. Mach das. Lass mal das da. Lass mal lieber nicht machen. Lass mal lieber nicht krachen. Mach mal lieber keine Sachen. Lass mal lieber reine machen. Lass mal den da in Ruhe seine Pflicht machen. Lass mal die da, die ist unantastbar. Mach mal erst mal deinen Master. Lass mal hier bleiben, glaub, wir haben noch Gras da. Lass mal stehen bleiben, glaub, die Wolkendecke ist nicht so belastbar. Meine Oma sagt immer, du bist ja so vernünftig. Oder passt die Stimme? Du bist ja so vernünftig. Aber ich bin nicht vernünftig, sondern feige. Ich bin nicht vorsichtig, sondern feige. Ich bin nicht feige, sondern feige. Verpasste Möglichkeiten ziehen wie Kunstfliegerformationen in einem Loser-L an mir vorbei. All die Frauen, die ich mir nicht anzusprechen getraut habe, ziehen in einer Reihe an mir vorbei. All die Eierköppe, die ich nicht Eierköppe genannt habe, ziehen in einer anderen Reihe an mir vorbei. Dann küssen die Frauen die Eierköppe und die verpassten Möglichkeiten fliegen eine Herzformation darüber. Da im Kopf, wo es keinen Boden mehr gibt, weil es nie einen Boden gab. Da im luftleeren Raum eines duftschweren Traums, da sage ich Lassmann im Angesicht des Angstgesichts. Du gammeliges Schmandgericht,
Du stammelnd schiefes Schwanzgesicht. Mir langt schlicht deine Ansicht nicht. Wer sagt denn hier, ich kann das nicht? Lass mal. Ich glaub, all das da, das ist ganz machbar. Stell dir vor, du wärst ein Hase. Und dann versuch einmal zu fliegen. Fall mal richtig auf die Nase. Doch dann betrachte dich im Liegen. Denn nur wer schön verlieren kann, der wird mit Stil gewinnen. Selbst wenn du nur verlierst, na dann bist du noch schön darinnen. Oder wie Erich Kästner sagt, es gibt nichts Nices, außer man reißt es. Und ich denk, lass mal das da einfach heimlich machen, ja? Lass mal einfach richtig peinlich machen, klar. Lass mal das fahren, lass mal Spaß haben. Lass mal lieber losmachen, aufmachen. Lass mal einen drauf machen. Lass mal richtig Bauch klatschen. Lass mal wie zwei Flauschkatzen verknäuelt zusammen aufwachen. Nach tausendfachem Auflachen Pausbacken aufmachen, Laufmaschen rauskratzen, aus Sauflachen Klaujachten, raustrachtend, rausschmachtend, rausaschen. Ausrasten, bis wir wieder aufwachen. Mach mal. Weil dein Mazda grad fast wie ein Palast war. Weil die Nachbarin plötzlich einfach nackt war. Weil die Nacht da war grad so alabastern. Dann ist das machbar. Das ist doch machbar. Das ist so machbar. Ja.